So, meine lieben Freunde, wir sind zurück zu Sleeping Dogs. Ja, und im letzten Part ist unser guter Freund Winston verstorben. Oh je, das liegt mir immer noch sehr schwer im Magen. Wir haben uns danach mit unserem Polizeiofficer getroffen und, ja, das lief nicht ganz so gut. Was wolltest du jetzt nochmal? You find out? Yeah, she's meet him later today. I don't believe this. Ja, da kümmern wir uns mal drum. Naja, das wäre Diebstahl. Wir klauen nicht, wenn es nicht unbedingt sein muss. So, dann machen wir uns mal auf den Weg dahin. Und gucken mal, was die Tiffany da so anstellt. Die Alte. Boah, hier haben wir kleine Frame-Einbrüche. Aber sollen uns nicht weiter stören. Kriegen wir schon wieder hin. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Okay, die Frame-Einbrüche sind doch etwas größer. Wartet mal ganz kurz. Ich werde mal kurz was gucken. So, weiter geht's. Ich hoffe... Moment. So, ich hoffe, jetzt läuft das wieder flüssig. Schauen wir mal. Einige Minuten später. Sich an die Verkehrsregeln machen wir. Ich muss ihn nur mal kurz überholen. Der fährt aber auch ganz schön schnell. So, wir bleiben dran bei Tiffany. Immerhin haben wir mit ihr so toll Karaoke gesungen. Alles cool. Denn hin? Ein bisschen nah dran, aber egal. Das ist also der Penner. Sollen wir dir jetzt eine Lektion erteilen? Hey, what the hell you think you're doing? Who are you? Wei Shen, motherfucker, who are you? Oh, so the Big Triad gangster is mad now? Only the Big Triad gangster can sleep with other people? Whoa, Triad? I'll see you later. Who is this not Ping person? You think you can fool around on me and I don't care? Look, she didn't mean anything to me. It was just part of work. Work? You think I'm an idiot? You think you can go around jumping into other girls whenever you feel like it? Oh. Well, what's good for Yang is good for Yin. Okay, okay. Look, I'm sorry, all right? I never meant for you to get hurt. Huh. Some excuse. So you're gonna dump her now? Stay loyal to me? Or do I have to go find another man to keep you warm? Let me see what I can do. You know, I thought you were different. I guess not. Goodbye. Tja. Hat die uns abserviert, die Alte. Naja, egal. Wir können Roland anrufen. Hey, it's Wei. I need a car. A car? Dakla! I'll be there right away. Das nennst du ein Car? Here you go. I hope this is good enough. Thanks. Kostet das Geld? Nö. Cool. Machen wir mal wieder eine Drogenrazzia? Ja, komm. Haben wir lang nicht gemacht.
Die ist ja auch gleich um die Ecke. Und ich bin sauer gerade auf Tiffany. Und jetzt werden wir hier mal ein bisschen auf die Schnauze hauen. Na komm! Meinst du, das stört mich hier? Na komm doch! Boah! Mach euch alle fertig hier, Schwänze! Von mir aus so viele Schlagstöcke benutzen, wie ihr wollt. Oh. So, dann kriegst du erstmal aufs Maul. Lass den Scheiß, Junge. Ich mach dich fertig, Alter. Boom. Dich auch noch? Kein Thema. Aber wie kommen denn dann noch, ey? Gib's halt aufs Maul. Okay, das war's jetzt. Genug? Ja? Habt ihr genug? Ey, nix da. Na gut, lassen wir ihn abhauen. Nicht! Blöder Pisser. Du kriegst auch dein Fett weg. So. Dann können wir uns jetzt langsam darum kümmern, die scheiß Kamera zu hacken. Da ist es. Schauen wir mal, ob wir es hinkriegen. So, 3. 4. 5. Und 6. Alle sind nicht da. Dann machen wir hier 1. 2. 7. Und 8. Okay, die 2 gibt es nicht. Dann machen wir aus der 2 eine 9. Okay, machen die 8 mal hier hin. Die 1 hier und die 7 dort. Okay, die 9 ist auch nicht drin übrigens, dann ist es ja nur noch die 0. Machen wir hier die 7 hin, da die 0 und da die 1. Gibt's doch nicht. Okay, da die 7, da die 8, ne, da die 0. Und da die 8 denn? Yeah. So, und jetzt müssen wir noch nach Hause fahren. Boah, hier haben wir gut aufgeräumt, würde ich sagen. So, das K gehört jetzt uns. So, apropos Zuhause, wo ist denn überhaupt unser Zuhause jetzt? Säuferentsorgung mitten im Nirvana? Ach so. Da ist unser Home. Ne, das ist eine Drogenrazzia. Ich will aber nach Haus. Wo ist denn Haus? Boutique. Ja, genau. Ne, da müssen wir hin. Ha. Nein, wir können fahren. So, das wird eine längere Autofahrt. So, die Mucke ist gut. Und wir geben Gas hier auf der Autobahn. Der schnellste Weg nach Haus.
Danach rufen wir Roland mal an, mal sehen, was der von uns will. So, wir sind fast zu Hause. Das geht ja immer schnell hier. Auch wenn das schon eine weitere Fahrt war. Hier gibt es auch noch eine Nebenmission. Ich glaube, die machen wir auch noch zuerst. Wir sind ja nun schon kurz vor zu Hause. Da können wir... Oh, den habe ich nicht gesehen. Ja, das ist keine Fahrerflucht, liebe Freunde. Weil wir haben nämlich noch so viele Nebenmissionen offen. Die müssen wir ein bisschen abarbeiten, ne? Ich bin dein Mann? Was hast du denn? Hey, hey, what's going on? Big punk guy been moving in on my girl. Problem is, this guy's connected with some big shots. Otherwise, I would just fucking kill him. He hangs out by the bus depot, doing all kinds of illegal shit. I figure, if the cops happens to be there, he would have other things to worry about than my girl. Sure, why not? Einige Cops in Schlepptau nehmen? Kriegen wir hin. Wir brauchen Korps. Müssen wir nur mal einen überfahren oder so. Oder einen Korb anrammen, wenn wir einen sehen. Da sind das Korps. Entschuldigung. Wo sind denn die Cops mal, wenn man sie braucht? Alter, kann doch nicht sein, dass es jetzt hier keinen Cop gibt. Da sind Cops. Wir nur wieder rauskommen. Das sollte aber reichen. Boah, dreifachen. Boah, schön abgelenkt hat er uns. Aber reicht nicht. Aber ich weiß nicht, ob er meinte, dass wir damit in der ganzen Armee auftauchen sollen. Ich hoffe jetzt einfach mal. Na komm, wir müssen hier rein. Mich können die ja nicht meinen. Mach ich mal vom Acker. Hier die scheiß Gesundheitsschrein nicht geholt? Hat das nicht gespeichert letztes Mal? Naja, da habe ich jetzt irgendwie aber auch keine Lust zu, die nochmal zu holen. Zwar, da musste man da oben raufklettern und den ganzen Pieper-Döns, da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Beim besten Willen. So, was geht denn hier so alles? Erstmal ziehen wir uns eine Limo. So, erhöhter Schaden ist immer gut, aber so ein bisschen Gesundheitsreck wäre cool. Aber irgendwie finden wir keinen Hühnerverkäufer. Und hier soll es reingehen irgendwo. Na, hier nicht. Ah, hier geht's rein. Cool. Wait, damn it. Good to see you. Was hast du? What do you need? I need a favor. I was supposed to collect some protection money from these vendors an hour ago.
but the bastards called the cops for protection. Can you distract them? All right, I'll see if I can draw them off. Hey, you! In the stupid uniform! Head to camp! Do him, man! And keep running! Nix, you back here. Under arrest! HKBD! Oh, fuck. Ja, ich würde sagen, das hat nicht hingehauen. Verdammt. Nochmal. Ey, hier! Hey, you! In the stupid uniform! Head to come! Through here, man! And keep running! Surrender now! This could be your last chance! Lauf! I have the suspect in sight! He's on the run! Shit, hier ist eine Sackgasse! Ich bin weg hier, ey! Ich laufe ja schon. Kein Thema. And where the hell? Wo sind wir denn jetzt? Hey, Tag, Kumpels. Ich dachte, ich spring mal hier von der Barrikade. Was sind das hier für Bad Guys? Oder für ein roter Punkt eingezeichnet? Ach, die bewaffen Koffer. Na komm. Tut mir leid, der Koffer gehört jetzt mir, Junge. Nein, Mann, du nicht. So. Ey, geh mal vor meinen Koffer weg, Junge. Eine Baseballmütze. Ich fass es nicht. Hier gibt's auch gleich wieder eine Nebenmission. Komm, immer hin damit. Wir machen in dieser eine Mission nach der anderen. Hey man, how's it going? I just finished another race. I'd have won, but Big Nose Chan cheated. He called the cops on me just as I was getting to the finish line. I barely escaped. Will you teach him not to pull that shit on your turf? Yeah, sure. Schleim mir den kurz auch so lang, ne? So, auf geht's. Wir haben es ein bisschen eilig hier in der Mission. So, so langsam habe ich das übrigens auch raus mit auf der richtigen Seite fahren, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt. Ha! Ist ja doch gar nicht so schwer gewesen. Also die Zeitdinger sind immer relativ easy zu erreichen. Finde ich auch ganz gut. Da muss man sich nicht sonderlich strecken. So. Na, du geiles Auto. Den Spiegel brauchst du aber nicht mehr, oder? Schlägst du hin, Junge? Komm, schlag kaputt die Scheißkiste. Hey, ihr Puckreier!
Was ich mache? Was ich mache? Okay, erklär dir, was ich mache.